Hallo zusammen! Rattlesnake-Nest, ein Klapperschlangen-Nest von Kobi aus der Wild Story 2 Serie. Wartet euch bei den Kastens heute. Willkommen! Alle sind versammelt. Die zwei Jungs da hinten warten schon ganz gespannt auf die klappernde Klapperschlange. 100 wilde Teile, eine Figur und eine hoffentlich ungefährliche Klapperschlange. Ja, gibt es leider so nicht mehr. Ich gucke mal, ob ich es irgendwo noch finde. Kobi produziert schon lange nicht mehr. Wenn ich es irgendwo noch finde, verlinke ich es euch. Sind dementsprechend ein bisschen teurer. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich dafür bezahlt habe. Aber wir haben schon das ein oder andere Set davon in einem Livestream aufgebaut. Suche ich euch auch mal raus und verlinke es euch da oben. Das sind richtig schöne Sets bisher gewesen. Oh ja. Wo man nur sagen kann, schade, dass die nicht mehr produziert werden. Ganz viele verschiedene Tiere, hier eben eine Klapperschlange, die auch qualitativ sehr gut sind, die Tierchen. Und ja, heute lassen wir uns mal von der Set Nummer 22103 überraschen, was da so klappert. Ich packe das einfach schon mal auf. Die Schlange, klar. Ja, gut verklebt. Ist hier, gewohnt. Können wir gerade nochmal gucken. 18.03.2013. Ja, ist schon ein bisschen her. Da waren nicht mal unsere Jungs auf der Welt und wir noch in den Dark Ages. Da gab es schon solche tollen Sets von Kobi. Genau. Wo ist die Schlange? Habt ihr sie nicht entdeckt? Aha. Die kleine Anleitung. Ja, und die extra Schlange. Verpackt die Schlange. Genau, die in noch Teile zum Zusammenstecken. Zerlegt. Natürlich bedruckt, auch das hat Kobi damals schon gemacht, selbst bei solchen abgefahrenen Sonderteilen. Und den Rest, würde ich sagen, bauen wir auf. Ich gucke mal gerade, wie viele Bauschritte es hier gibt, damit was schön durch... 16 geteilt durch 4, jeder 4, passt ja perfekt diesmal. Ja. Also, dann geht's los von oben nach unten zusammen, bam bam. Natürlich dauern 4 Bauschritte nicht lange. Wir zeigen euch, was gebaut wurde und dazugekommen ist quasi. Hier seht ihr die Klapperschlange. Das ist hier keine Hartplastik, das ist weiches Plastik, weicher Kunststoff. Kann man ein bisschen dehnen, biegen, aber was ganz wichtig ist, es sind 3 Teile im Endeffekt. Und 4 Teile sogar mit Kopf. 4 Teile. Und dadurch kann man dann die Klapperschlange auch entsprechend in ein paar andere Posen bewegen. Ja, die kann jetzt nicht nur hier so auf meiner Hand sitzen. Oder Schlangen, guck mal in die Kamera, du bist hier gerade erst da. Ja, nicht nur so, sondern man kann sie dann auch ein bisschen drehen, dass sie sich groß macht. Und dann sitzt die da auch gut. Und noch ganz viele verrückte Sachen mit anstellen, hat der Leon schon gemacht. Zeigen wir euch jetzt lieber nicht. Dann haben wir hier noch die Figur. Kobi-mäßig hat sich da eigentlich nichts geändert in den letzten Jahren. Sind immer so die vom Designer die gleichen Figuren, aber damit haben sie dann auch wenigstens keine Probleme mit dem dänischen Hersteller. Bedruckt vorne, hinten Blanko, ein Hut dazu. Oh, Kopf steckt im Hut. Naja, Unterkörper, Oberkörper. Ja, Klemmkraft von Kobi auch damals schon kobitastisch hoch gewesen. Und dann hier die Kamera. Zum Paparazzi-Foto machen der Schlange. Gut, so Leon, jetzt hat der Papa so viel geredet, jetzt darfst du. Denn Leon hat den Teil vom Quad oder vom Geländejeep, Mini-Ex, was auch immer, gebaut. Erzähl doch mal, wie ist es? Die Klemmkraft ist zu hoch für mich. Ja, ich musste ein bisschen nachdrücken. Wie gesagt, kobitastisch. Hat sich nichts geändert in den letzten Jahren. Und eigentlich sonst nichts. Ja, ihr seht schon, es gibt nicht wirklich viel Platten auf Platten. Bisschen Baurichtungsumkehr 90 Grad hier, um die Vorderseite zu machen. Hier hinten wahrscheinlich dann schon erste Rücklichter, Blinker oder was auch immer. Und eine kleine grüne Fläche mit einer Gitterfliese. Gut, dann baue ich jetzt mal weiter. Nun wollte doch der Noah schon ran, deswegen hat er gebaut. Ich darf da gleich als nächstes. Das Geländefahrzeug, nennen wir es mal so, Quad-Verschnitt, ist schon fast fertig. Hier hinten nochmal eine Abgrenzung zu der kleinen Ladefläche und nochmal 2 Scheinwerfer dazu. Dann hier oben die Lenkstange.
Kobi-Teil, was man schon kennt, eine Fliese mit quasi einem Ring vorne noch dran. Und dann hier vorne angedeutete Seilwinde, das ist ein Formteil, kommt dazwischen. Plus dann hier auch nochmal Lichter. Natürlich, der aufmerksame Zuschauer hat auch gesehen, dass hier die Radkästen dran gekommen sind. Und Rücklicht. Gut, dann werde ich das jetzt mal weiterbauen und euch dann gleich zeigen, was noch dazugekommen ist. Und da bin ich auch schon. Die vier Räder sind da rangekommen, Felgen in die Reifen reingesteckt. Das eine Rad hier, das dreht sich nicht so gut, nicht so wie die anderen. Das liegt aber tatsächlich an der Felge. Da ist wohl das nicht ganz gut ausgespart. Aber es fährt trotzdem das gute Fahrzeug. Dann auch noch Felsformation, bisschen Erde. Ja, das ist das typische Kobi, oder was ist typische Kobi? Das, was viele Hersteller machen, dass man halt einfach erstmal Platten, Fliesen, wie auch immer, Platten zusammenlegt und dann oben drauf baut. Hier auch die 2x4 Platte hier, die wird noch befestigt im nächsten Bauschritt. Und ja, Felsen, Teile, die man auch so schon von Kobi kennt. Natürlich heutzutage, wo sie mehr die zivilen kleinen Autochen und sowas herstellen, plus Panzer und so weiter, ist das eher seltener noch mehr zu sehen mittlerweile. Aber wer die älteren Sets oder von vor 2 Jahren noch die Sets kennt, der kennt die Teile eigentlich auch. Hier noch einen Holzstamm, zumindest ein halber, auch schön mit Musterung. Ja, das war's. Kleines Grünzeugchen hier noch. Daniela ist jetzt dran, wird es fertig bauen und dann kommen wir schon so langsam in Richtung Fazit. Und schon ist das Set fertig. Ich durfte sogar einen Bauschritt mehr bauen. Auf der allerletzten Seite hier hinten drauf ist tatsächlich auch nochmal ein Bauschritt. Sie sind nicht sehr groß, aber das Endergebnis sieht soweit ganz gut aus. Ich habe gebaut, natürlich, wie jedem mit Sicherheit schon aufgefallen ist, die Palme. Die Blätter stehen im Moment noch ein bisschen seitlich ab. Die, ja, muss man vielleicht mit der Zeit noch ein klein bisschen runterdrücken, damit vor allem das hier, das steht so ein bisschen eher nach oben. Das war wohl leicht geknickt in der Packung, aber sieht auf jeden Fall soweit schon gut aus. Ein Steinchen, die Fliese hier, ein bisschen Gebüsch und der kleine Kaktus. Und hoppla, da fällt schon ein Gebüsch ab. Und ein klein bisschen Verzierung am Stein. Na, ich krieg's jetzt so gerade nicht dran. Ein bisschen Verzierung am Stein hier unten, sowie da oben. Und auch hier drüben wurde jeweils eine kleine Fliese draufgesetzt. Die kleinen seitlichen zum farblichen Akzent. Und hier oben einfach hauptsächlich, dass das Ganze dann entsprechend auch hält. So, jetzt baue ich das Gebüsch wieder dran. Genau, was ich euch noch kurz zeigen kann, das ist vielleicht jetzt hier besser als in der Nahaufnahme. Wir haben hier auch noch ein bisschen Werkzeug mit dabei, eine kleine Spitzhacke und ein richtiges Abenteurermesser. Und außerdem gibt es auch für die Schlange noch diese beiden kleinen, ja, wie soll ich es nennen, Anstecknoppen sozusagen, dass man die Schlange dann auch tatsächlich mit den Löchern hier draufstellen kann und kann sie dann irgendwo auf einer Platte entsprechend platzieren. Ja. Dann habt ihr soweit alles gesehen und ich würde sagen, ich trommel die Bande nochmal zusammen und dann sehen wir uns zum Familienfazit. Wir hoffen, dass die Schlange hier friedlich sitzen bleibt und uns nicht angreifen wird. Oh-oh. Ja, wollte gerade sagen. Pass auf, pass auf. Ich hol den Dino. Oh. Aber bevor es soweit ist, wollen wir noch kurz wissen, was die Familie von der Klapperschlange und natürlich dem Rest vom Klapperschlangenset hält. Diesmal darf der Noah anfangen. Alles gefällt mir gut. Alles gefällt ihm gut. Da hüpft er sogar vor Freude. Und der Daumen. Er springt auch hin und her, aber inzwischen sind es schon 2 Daumen. Ich würde mal sagen, die hüpfen genauso nach oben. Ihm scheint es sehr gut zu gefallen. Vielen lieben Dank, kleiner Gummiball. Und dann darf auch schon der Leon erzählen. Was gefällt dir? Gefällt mir genug. Okay,
Kurz und knapp, auch hier wird fröhlich rumgehüpft. Daumen nach oben. Dankeschön euch beiden kleinen Gummibällen. Und wie sieht's mit dir aus? Hüpfst du auch gleich durch die Gegend? Alles gefällt mir. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, ich gehe noch ein ganz klein bisschen mehr ins Detail. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen, denke ich mal, die Schlange ist super klasse bedruckt, auch dass sie tatsächlich dann so ein bisschen aus Gummi ist und man sogar den Mund zubewegen kann, finde ich toll. Die beiden Felsen, ja, es sind natürlich riesengroße Formteile, es ist jetzt nicht unbedingt gerade so wunderschön ästhetisch, aber ich muss sagen, ich finde die trotzdem vollkommen in Ordnung. Auch so, es ist noch ein klein bisschen Bewaffnung mit dabei. Das Highlight gleich nach der Schlange ist natürlich dieser kleine Cruiser. Man muss sagen, der eine Reifen, der blockiert tatsächlich so ein bisschen, aber wenn man ein bisschen nach unten drückt, ihr seht's, dann rollt er super. Wenn man nicht drückt, dann hängt er tatsächlich ein bisschen, aber ich glaube, das stört niemanden. Zumindest von den kleineren Gesellen. Deswegen, es ist schön, es ist mit viel Liebe gemacht. Auch von mir. Der hüpfende Daumen nach oben. Ich würde sagen, ist ein schönes Set. Schade, dass es nicht mehr produziert wird. Gobi, bitte, bitte, jo. Bitte, 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 bitte. Ist auch bitte, immer bitte, richtig bitte, toll. Bitte, bitte, bitte. Genau, wir können es eigentlich nicht oft genug sagen. Aber was es noch zu sagen gibt, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne euren hüpfenden oder auch nicht hüpfenden Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr verrückte Videos von den Kasten sehen wollt, dann abonniert uns gerne und kling, kling, kling und aktiviert die Glocke. Tschüss.